Am Rhein entlang trennt ein riesiges Chemiewerk die Städte Ludwigshafen und Mannheim. Hier erwartet man keine Natur. Doch auch heute kann ich interessante Vögel beobachten. Eigentlich sind diese kleinen Papageien in Deutschland nichts Neues. Seit mehr als 60 Jahren mischen sie sich in den verschiedensten Städten der Rheinebene erfolgreich unter die angestammte Vogelwelt. Trotzdem reibt man sich immer wieder verwundert die Augen, wenn man aus einer Region kommt, in der sie nicht alltäglich sind. Neben kleineren Singvogelarten spielen Saatkrähen wie in vielen anderen Städten auch in Ludwigshafen und Mannheim eine auffällige Rolle. Bemerkenswerterweise gehören hier allerdings auch einige Wanderfalkenbrutpaare in diese Industrielandschaft. Den Falken geht die Beute hier jedenfalls nicht aus. Schon oft konnte ich aus dem Bürofenster beobachten, wie sie über dem Ludwigshafener Bahnhof erfolgreich Tauben jagen. Bis dahin für eine derart industriell geprägte Gegend also nicht schlecht. Allerdings sind dann auch die Halsbandsittiche. In großen Massen vagabundieren sie durch die beiden Städte und geben ihnen ein einzigartiges akustisches und optisches Gepräge. Ihnen gilt heute mein ganz besonderes Interesse. Es ist Anfang Februar und gelegentlich kommt die Sonne heraus. Das dürfte die Lebensgeister der kleinen Papageien wecken. Meine Exkursion beginnt in Ludwigshafen. Neben einer kleinen Saatkrähenkolonie entdecke ich diese beiden Exemplare. Ganz entspannt lassen sie sich beim Verzehr von Ahornsamen beobachten. Mit Geschick setzen sie wie alle Papageien ihre vier Zehen und Krallen zum Fressen ein. Ähnlich uns Menschen haben die meisten Exemplare eine bevorzugte, sprich geschicktere Hand. Sie sind also Rechts- oder Linkshänder. Hier scheint es sich um junge Tiere zu handeln, denn das Halsband des Menschen ist noch nicht ganz ausgefärbt. Das passt auch zu den noch unsicheren Annäherungsversuchen. Für den Augenblick jedenfalls wird das Menschen noch abgewiesen. Dieses Paar versteht sich besser. Das Menschen, erkennbar am schwarzen Halsring, füttert sein Weibchen vorbildlich. Das dient der Paarbindung. Genauso verhalten sich eingespielte Brutpaare. Ich bin am anderen Rheinufer. In den Mannheimer Platanenalleen ist immer was los. Die Sittiche haben unzählige Nisthöhlen komfortabel ausgebaut oder einfach vom Specht übernommen. Letzterer ist momentan auf Nahrungssuche. Frühlingsgefühle haben sich bei ihm wohl noch nicht eingestellt. Bei den Halsbandsittichen ist das Hauen und Stechen um die Höhlen in vollem Gange. Während das Weibchen die Wohnung inspiziert, sichert das Männchen die Situation von erhöhter Position. Nicht ohne Grund. Ohne Pardon wird der Störenfried vertrieben. Direkt unter dem Mannheimer Fernsehturm macht es viel Spaß, die Sittiche bei ihren harmlosen Scharmützeln zu beobachten. Über die Frage, inwieweit diese ursprünglich nicht bei uns heimischen Exoten angestammte Bewohner in ihrer Existenz bedrohen, wird kaum noch gestritten.
Macht meines Erachtens auch kaum Sinn, denn in den letzten 60 Jahren haben sie sich ihren Platz bei uns tapfer erkämpft. Betrachten wir es doch einfach positiv. Immerhin bereichern sie die Städte als kleine Farbtupfer.